Jetzt haben wir hier jemanden glücklicherweise von den Grünen. Und du möchtest auch etwas so sagen zum wichtigen Thema, was wir kurz angesprochen hatten, nämlich das Asylum, Racial Profiling, muss man kurz sagen, Racial Profiling, rassistisches Profilerstellung, in Anführungsstriche rassistische Profilerstellung. Das ist wirklich ein problematische Begriffe. Sag uns was dazu. Ja. Hallo, mein Name ist Janan Bayram, ich bin Rechtsanwältin und kandidiere jetzt auch für die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg für den Bundestag. Und die Situation an dem S-Bahnhof, das muss man sich so vorstellen, ist halt so, dass hier die Bundespolizei auch als Grenzschützer aktiv werden. Und jede und jeder, der entweder in Deutschland einen Asylantrag stellt oder eine Aufenthaltserlaubnis, der wird im Ausländerzentralregister erfasst mit einem biometrischen Foto und mit Fingerabdrücken. Und schon jetzt ist es so, dass wenn die Fingerabdrücke nicht so gut lesbar sind, die biometrischen Fotos benutzt werden, also die Gesichtsscannung benutzt wird, um den Bewegungsradius desjenigen herauszufinden und mit europäischen Daten abzugleichen. Und wenn wir uns vorstellen, dass sie dafür auch noch die Gesichtsscannung bekommen, dann wird klar, dass es jede und jeder mit Migrationshintergrund, der einen Asylantrag stellt oder eine Aufenthaltserlaubnis beantragt, unter dem Generalverdacht steht und jederzeit sozusagen im Hintergrund seinen Bewegungsradius, seine ganze Aktionsradius, die ganze Familie, der ganze Freundeskreis unter den Generalverdacht gestellt wird. Und das ist auch deswegen kein Wunder, dass Frontex und andere Grenzagenturen hier letztlich Racial Profiling, das eigentlich vom Gesetz her verboten sein sollte und wobei jeder Nachfrage gesagt wird, es wird nicht gemacht, dass hierfür durch die Technik die Grundlagen gelegt werden, dass alle Migrantinnen und Migranten schon durch ihren Aufenthalt in Deutschland auf ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung verzichten müssen. Und deswegen müssen wir gemeinsam, auch wenn man sich selbst nicht betroffen fühlt, gegen diese Form der Menschenüberwachung protestieren. Und einen persönlichen Aspekt will ich noch mal einbringen. Als ich 1984 18 Jahre wurde und George Orwell gelesen hatte und eigentlich dachte, das ist eine Gesellschaft, in der sich kein Mensch vorstellen kann zu leben, hätte ich nicht gedacht, dass ich dann mit 51 Jahren hier stehe und davor warnen muss, dass Big Brother insbesondere alle Migrantinnen und Migranten in Deutschland überwachen will und dass dann die Grenzschützer, das sind nämlich die Bundespolizisten, die hier arbeiten, dass die dann wahrscheinlich die Leute klammheimlich aus dem Verkehr ziehen und wo sie dann landen, das wissen wir nicht. Und dagegen muss sich jede und jeder von uns engagieren, das geht uns alle an. Deswegen gemeinsam gegen diese Überwachungsmaßnahme und gegen jede Überwachungsmaßnahme Freiheit statt Angst, das ist das Motto, für das ich auch mit euch gemeinsam kämpfen will. Dankeschön.